wie ich mein Kunstbusiness aufgebaut habe. Du bist Künstler oder Künstlerin und möchtest von deiner Kunst leben? Dann geht es dir vielleicht so wie mir damals. Statt deine Kunst aufs Wochenende oder auf Feiertage zu verschieben, möchtest du täglich an deinen kreativen Projekten arbeiten. Du möchtest mehr aus deiner Kreativität und aus deiner Leidenschaft machen. Du sehnst dich danach, selbstbestimmt zu arbeiten, ganz in deinem Flow und nach deinen eigenen Regeln. Keine Vorgesetzten, kein Smalltalk am Kaffeeautomaten, sondern ein kreatives Leben nach deiner Art. Du möchtest nicht nur Kunst machen, sondern du möchtest diese auch zeigen und zu einem Preis verkaufen, den du verdient hast. Du sehnst dich nach einer sinnvollen Arbeit, die Menschen verbindet und Mehrwert stiftet. Du möchtest mehr Kontrolle und Selbstbestimmung über dein Leben und deine Arbeit, gerade in Zeiten globaler Krisen. Du glaubst, das ist unmöglich? Dann möchte ich dir heute meine Geschichte erzählen. In den letzten Jahren habe ich mir ein nachhaltiges Online-Business aufgebaut, ein Kunstbusiness, das mir ermöglicht, meine Kunst über das Internet zu zeigen und zu verkaufen. Dazu gehören meine Originale und Auftragsarbeiten, wie auch Kunstdrucke, Poster, Kalender, sowie bald auch Bücher und E-Books. Meine Erfahrung in Sachen Malerei und Persönlichkeitsentwicklung teile ich zudem in meinen Online-Malkursen, die mir als zusätzliche Einnahmequelle dienen. Meine Kunstwelt, die dir vielleicht als Wider Arts bekannt ist, habe ich 2019 ins Leben gerufen. In meinem Wohnatelier in Leipzig malte ich erste selbstinspirierte Werke, die ich digitalisierte und bei Instagram teilte. Ich investierte zu der Zeit in einen Kunstdrucker und verkaufte erste Drucke über meinen Onlineshop sowie über Kunstmärkte. Vor Beginn der Pandemie habe ich auch Malkurse in meinem Wohnatelier veranstaltet, wo ich bemerkt habe, wie gerne ich meine Liebe zur Kunst mit anderen Menschen teile. 2020 startete ich meinen YouTube-Kanal mit ersten Einblicken in mein kleines Atelier, in meine Malprozesse und Gedanken. Meine Zuschauer schätzen besonders meine kostenlosen Maltutorials, in denen ich meine Erfahrungen mit Acrylfarben teile. Durch regelmäßige Videos stieg meine Reichweite kontinuierlich, sowohl bei YouTube wie auch bei Instagram. In 2020 kamen auch die ersten Auftragsarbeiten zustande und schließlich verkaufte ich meinen ersten Kunstkalender. 2021 habe ich einen großen Schritt gewagt und bin mit meiner Kunst in ein großes Atelier in Leipzig gezogen. Hier hatte ich genug Raum fürs Malen großer Leinwandbilder, für die Verpackung und für den Versand meiner Kunstdrucke, Kalender und Originale. Zudem konnte ich einige Filmprojekte verwirklichen, insbesondere die Produktion von meinem beliebten Online-Malkurs Finde deine Künstleressenz. Unvergesslich bleiben die Besuche meiner Kunstliebhaber und Kunstliebhaberinnen, die ihre Werke bei einem warmen Kakao in Empfang genommen haben. 2022 startete ich direkt mit dem Malkurs Mein innerer Garten in das neue Jahr. Anfang des Jahres ergänzte Franziska mein Team Wider als Art Content Creator. Mit ihr habe ich inzwischen auch den Podcast Kunst und Kakao gestartet. In 2022 ging auch ein großer Herzenswunsch von mir in Erfüllung. Und zwar habe ich ein Buch geschrieben über die Geschichte, wie im Dschungel Perus aus mir eine Künstlerin wurde. Eine autobiografische Erzählung, die in 2023 erscheinen wird. Als ein Mensch, der die Freiheit liebt, fasste ich Mitte 2022 den Entschluss, auf eine längere Reise zu gehen. In mir steckt eben auch eine Lebenskünstlerin, die gerne ihren Weg ändert, den Status quo hinterfragt und mit dem Leben und seinen Möglichkeiten experimentiert. Das habe ich übrigens von den Peruanern gelernt, die sagen nämlich so schön: Todo es posible, nada es seguro. Alles ist möglich, nichts ist sicher. Das möchte ich auch dir mit auf den Weg geben. Folge auch du deiner Neugier und deiner Begeisterung. Meiner Begeisterung folge ich bereits seit 2015 mit meinem Reiseblog Info Peru und mit meinem Reiseführer Quer durch Peru. Das sind Projekte, die ich komplett eigenständig vermarktet habe. Durch diese Tätigkeiten habe ich mir viele Fähigkeiten angeeignet, wie beispielsweise meine eigene Webseite zu bauen, Social Media zu nutzen, ansprechende Texte zu schreiben und eine Personal Brand zu entwickeln. Das größte Learning war bisher das Thema Storytelling, denn ich glaube fest an die Kraft guter Geschichten. Den größten Vorteil meiner Selbstständigkeit als Künstlerin sehe ich darin, dass ich mich ständig weiterentwickeln kann. Meine Kreativität dient mir nicht nur beim Malen, sondern auch beim Schreiben, beim Kreieren toller Produktideen und beim Lösen von Problemen. Wenn ich mir überlege, wie ich meine Kunst verpacke und versende, bin ich kreativ.
In festen Berufen haben wir selten die Möglichkeit, unser kreatives Potenzial voll auszuschöpfen. In deiner Selbstständigkeit sind dir jedoch keine Grenzen gesetzt. Jede Erfahrung, auch die vom Scheitern, dient dir als kleines Mosaikstück deiner Berufung, einem Lebensweg, der sich ehrlich, authentisch und sinnstiftend anfühlt. Was ich auch gelernt habe, ist, dass der Übernachterfolg ein Mythos ist. Ich habe jahrelang peu à peu in meine Arbeit investiert. Zeit wie Geduld, aber auch die Bereitschaft, in mich und meine Fähigkeiten zu investieren. Sei es durch Bücher, Seminare und Online-Kurse. Heute, Jahre später, macht sich mein Fokus und meine Hingabe bezahlt. Denn schau mal, innerhalb eines Jahres konnte ich 1000 Abonnenten bei YouTube gewinnen. Heute sind es bereits über 7500 treue Zuschauer, die mir bei YouTube folgen und gespannt beobachten, welche Videos ich als nächstes herausbringe. Meine Bereitschaft, mein Wissen und meine Erfahrungen auch kostenfrei mit der Community zu teilen, sorgt heute dafür, dass Menschen in meine Angebote investieren. Warum? Weil sie mich kennen und weil sie mir vertrauen. Und so gibt es 1000 Dinge, die ich dir über den Aufbau von so einem Kunstbusiness erzählen kann, und ich versuche, die wesentlichen Punkte in diesem Video für dich zusammenzufassen. Damit du dir einen geistigen Entwurf deiner Selbstständigkeit als Künstler oder Künstlerin machen kannst. Wenn deine Vision klar ist und du tiefer einsteigen möchtest, dann trag dich super gerne in die Warteliste für meinen Kunstbusiness Masterplan ein, indem ich mein komplettes Wissen inklusive Strategien, Aktionsplänen, konkreten Tipps und Ressourcen mit dir teile. Alles, was ich mir jahrelang mühevoll erarbeitet habe, wirst du in diesem Masterplan nachlesen können. Doch nun lass uns starten mit den 3 wichtigsten Säulen deiner kreativen Selbstständigkeit. Nummer 1: Arbeit an deinem Künstler-Mindset. Jede Selbstständigkeit beginnt im Kopf. Die Art und Weise, wie du über dich, über deine Kunst, über andere Künstler und über Geld denkst, wird maßgeblich entscheiden, ob du es schaffst, langfristig als Künstler selbstständig zu sein. Für mehr Kunstvertrauen kannst du übrigens jederzeit in unseren Podcast Kunst und Kakao reinhören. Da dreht sich alles um deine Selbstverwirklichung als Künstler, als Künstlerin. Aber nun lass uns kurz einmal das Thema Geld anschauen. Viele Menschen haben eine negative Assoziation mit Geld, gerade in Bezug auf Kunst. Und so schaffen sie es nicht, mit ihrer Kunst Geld zu verdienen. Es beginnt bei der simplen Frage, ob du selbst bereit bist, für die Kreation anderer Künstler zu zahlen. Fällt es dir, mal angenommen, leicht, einem Straßenmusiker ein paar Euro in den Topf zu werfen oder in den Hut? Natürlich, wenn dich seine Musik berührt. Nimmst du die Möglichkeit wahr, deinem liebsten YouTube-Kanal mit einer Spende oder mit dem Kauf eines Produkts zu unterstützen, wenn dir seine Inhalte geholfen haben? Investierst du dein Geld gerne in Theaterbesuche, in Kultur und in echtes, mit Liebe erzeugtes Handwerk? Denn wie kannst du erwarten, dass Menschen deine Arbeit wertschätzen, wenn es dir selber schwerfällt, in andere zu investieren? Ich glaube fest daran, dass die Energie, die du aussendest, auch zu dir zurückkommt. Vielleicht glaubst du aber auch, dass Kunst brotlos ist, dass Künstler erst bekannt werden, wenn sie sterben, oder dass Kunst keinem Zweck dient. Du glaubst, du brauchst überdurchschnittliches Talent, oder du denkst, du hast es nicht verdient oder du bist nicht gut genug. Die Liste der verhängnisvollen Gedanken ist lang, und wenn du dich bei einem dieser Glaubenssätze ertappt hast, dann weißt du, woran du ab heute arbeiten darfst. Richte den Fokus auf deine Selbstständigkeit. Investiere in neues Wissen, in neue Fähigkeiten und sei dir bewusst, dass die Verwirklichung deines Kunstbusiness dauern wird. Wenn alles gut geht, verdienst du vielleicht schon nach einem Jahr ausreichend Geld, um dich damit zu finanzieren. Vielleicht wird es 2 oder 3 Jahre dauern. Wie viel Zeit es braucht, ist abhängig von deiner Lebenssituation und davon, wie hoch deine monatlichen Lebenshaltungskosten sind. Aber ich bin mir sicher, dass der Obstbaum deiner Wünsche früher oder später Früchte tragen wird. Und glaub mir, es ist ein fantastisches Gefühl, wenn die ersten Früchte gedeihen. Sie werden dich ermutigen und dich erinnern, warum du diesen Weg gehst. Irgendwann werden so viele Früchte an deinem Baum hängen, dass du sie mit anderen Menschen teilen kannst. Nummer 2: Aufbau deiner Kunstwelt im Internet. Weißt du, das Internet ist so ein großes Geschenk. Denn im Gegensatz zu früher kannst du über das Internet Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Menschen erreichen. Du zeigst deine Kunst nicht nur in deinem Dorf oder in deiner Stadt, sondern im ganzen Land, wenn nicht sogar darüber hinaus. Desto mehr Menschen auf deine Kunst aufmerksam werden, desto höher die Chance, dass Menschen sich für deine Kunst interessieren und sie kaufen. Ein ganz simples Gesetz, das noch so viele Künstlerinnen da draußen unterschätzen. Eine Selbstständigkeit, die nachhaltig wächst,
braucht keine Werbung. Wichtige Qualitäten sind meiner Meinung nach Begeisterung, Hingabe, Ehrlichkeit und Authentizität. Sei mutig und zeig dich genau so, wie du bist. Genau das funktioniert auch bei mir. Es wird immer Menschen geben, die sich mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Geschichte und mit deiner Kunst verbunden fühlen. Auch in Krisenzeiten werden dir diese Menschen folgen und dich als Künstler, als Künstlerin unterstützen. Denn merke dir, Menschen kaufen nicht nur Kunstwerke, sie kaufen vor allem auch die Geschichte dahinter. Ich vergleiche meine Kunstwelt gerne mit einem Planetensystem. Meine Webseite ist die Sonne, um die sich alle anderen Planeten, also Plattformen wie YouTube, Instagram, Pinterest, drehen. Ich bin bemüht, meine Seite übersichtlich zu halten, damit sich meine Interessenten schnell zurechtfinden. Ich persönlich habe mich für meinen eigenen Online-Shop entschieden, den ich mit WordPress und WooCommerce selber gebaut habe. Aber keine Angst, für den Bau deiner Webseite brauchst du kein Programmierer sein. Ich bin ein Fan von Unabhängigkeit und so habe ich mir die Fähigkeiten angeeignet, die es braucht, um meine eigene Seite zu managen. Denke daran, das Internet ist voller kostenloser Ressourcen und Anleitungen. Es ist alles eine Frage des Willens. Mit der Zeit habe ich sogar gelernt, meine eigene Kursplattform für Malkurse zu bauen. Auch diese können Interessierte direkt über meine Seite in Verbindung mit Digistore24 buchen. Natürlich kannst du auch auf Verkaufsplattformen wie Etsy zurückgreifen. Hier zahlst du deutlich höhere Gebühren, bekommst dafür aber mehr Reichweite und hast eine Suchfunktion, worüber dich Käufer finden können. Super wichtig ist es, dass du dich um dein eigenes Marketing kümmerst, damit Menschen zu deiner Webseite und zu deinen Angeboten finden. Hier macht es Sinn, auf sozialen Kanälen wie Instagram oder TikTok aktiv zu werden. Ich persönlich habe mich für Instagram entschieden und halte hier meinen Fokus. Werde dir unbedingt bewusst, welche Aufgaben jede einzelne Plattform bietet, damit du nicht unnötig Zeit auf ihr verlierst. Instagram zum Beispiel ist hervorragend zum Aufbau einer Community. Hier kann ich mit meinen Followern interagieren, kann in Stories und Reels Einblicke in meine Arbeit geben, kann meine Kunst auch direkt an Interessierte verkaufen und natürlich dient mir Instagram auch als ein tolles Kunstportfolio. Plattformen wie YouTube, Blog oder Podcast sind Möglichkeiten, deiner Community einen tieferen Einblick in deine Arbeit zu geben. Das sind Plattformen, die dir helfen können, Vertrauen und eine Beziehung zu deiner Community aufzubauen. Für uns Künstler macht YouTube natürlich als visuelle Videoplattform am meisten Sinn, denn du kannst zeigen, wie deine Kunstwerke entstehen, kannst Einblicke in dein Atelier und in deine kreativen Prozesse geben. Der Vorteil dieser Plattform ist es, dass du Content erstellen kannst, der langfristig gesucht und gefunden wird. Zu bestimmten Themen wie zum Beispiel Aquarellmalerei suchen überdurchschnittlich viele Menschen nach Inhalten. Wenn du ein hochwertiges Video über genau dieses Thema erstellst, kannst du von tausenden Menschen gefunden werden. Und das ist der Gedanke von Nachhaltigkeit. Du investierst Zeit in die Erstellung hochwertiger Inhalte, die langfristig auf dich und auf deine Kunst aufmerksam machen. Weitere Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen, sind E-Mails. Lade deine Kunstliebhaber dazu ein, sich in deine E-Mail-Liste einzutragen, damit du sie regelmäßig mit spannenden Inhalten aus deinem Künstlerleben informieren kannst. Nummer 3, die Kreation deiner Produkte und Dienstleistungen. Und nun zum letzten und vielleicht wichtigsten Punkt. Die Frage, was du überhaupt verkaufen kannst. Reicht es, Originale zu verkaufen? Die Frage lässt sich natürlich pauschal nicht beantworten. Rein theoretisch könntest du ausschließlich Originale malen und verkaufen, wenn deine Reichweite groß genug ist. Am Anfang ist das meistens nicht der Fall und du bist als Künstler, als Künstlerin gegebenenfalls noch unbekannt. Hier macht es Sinn, dass du dich breit gefächert aufstellst und dir ein sinnvolles Produktportfolio aufbaust, das mehrere Einnahmequellen erschafft. Setze niemals alles auf ein Pferd, denn gerade in Zeiten globaler Veränderungen kann es immer sein, dass eine Geldquelle wegbricht. Außerdem solltest du immer, ja wirklich immer, daran denken, dass dein größtes Kapital, dein größtes Gut in deinem Leben deine Zeit ist. Wie wir alle hast auch du ausschließlich 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Vielleicht hast du Familie oder andere Verpflichtungen, die Zeit beanspruchen. Als selbstständige Künstlerin bist du quasi auch eine Unternehmerin und du bist gefordert, deine Angebote möglichst clever und strategisch zu kombinieren. Ausschließlich an Kinderbüchern zu arbeiten, mit denen du kleine Honorare verdienst, kosten sehr viel Zeit, bringen dir aber wenig Geld. Das gleiche gilt auch für Auftragsmalerei. Natürlich möchtest du diese Arbeit als Künstler nicht missen, so wie ich das nicht möchte. Doch damit du mehr Zeit gewinnst für die Dinge, die du am meisten liebst, macht es Sinn, Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die profitabel sind.
Profitabel können bei steigender Reichweite Reprints deiner Kunstwerke sein. Aber auch Malkurse, in denen du dein Wissen mit anderen teilst, können zu Produkten werden, die gut bezahlt und skalierbar sind. Hier mal ein paar weitere Ideen, womit du als Künstlerin dein Geld verdienen kannst. Natürlich mit dem Verkauf deiner Originale. Du kannst zudem Kunstdrucke deiner Bilder anbieten, beispielsweise auch in limitierter Auflage. Oder du verkaufst Poster, Jahreskalender und Postkarten. Bei Printprodukten ist deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Du kannst deine Kunstwerke auch digitalisieren und sie als Bildlizenzen verkaufen. Außerdem kannst du Kooperationen mit anderen Kreativen eingehen, um gemeinsam Projekte zu entwerfen. Wie ich das beispielsweise mit Jula gemacht habe, gemeinsam haben wir eine Pinseltasche entworfen, die sich sehr gut verkauft. Künstler und Kreative, die sich eine große Reichweite aufgebaut haben, verdienen auch Geld mit Werbung und Sponsorings. Wenn du es liebst, dein Wissen mit anderen Menschen zu teilen, dann kannst du auch Malkurse anbieten. Entweder in deinem Atelier, in einem Raum, den du gemietet hast, oder als Online-Malkurse, so wie ich das mache. Wenn du es liebst, Bücher zu illustrieren, kannst du auch als Illustrator, als Illustratorin arbeiten. Das waren schon einige Möglichkeiten, wie du mit Kunst dein Geld verdienen kannst. Und ich bin mir sicher, es gibt noch so viel mehr Möglichkeiten. Das Wichtigste ist, dass du deinen eigenen Weg findest. Denn nur weil alles möglich ist, heißt das nicht, dass du alles umsetzen solltest. Die goldene Regel lautet: Halte den Fokus auf das, was dich am meisten begeistert und wo du gleichzeitig merkst, dass Menschen sich für deine Idee interessieren. Ist das nicht der Fall, dann kein Grund zur Panik. Probiere so viel aus, wie du kannst und mach das, was am Ende Früchte trägt. Wenn ich etwas mit diesem Video erreichen möchte, dann ist es, dir Mut zu machen, dir Vertrauen in den Weg der Selbstständigkeit zu schenken und dir zu zeigen, dass viel mehr möglich ist, als du vielleicht denkst. Wenn du wissen möchtest, wie genau du dir mit Hilfe des Internets, der sozialen Medien und digitalen Möglichkeiten ein Kunstbusiness aufbauen kannst, dann trag dich in die Warteliste für mein Kunstbusiness Masterplan ein. Wir starten bei Null, indem wir deine limitierenden Glaubenssätze auf den Kopf stellen und sie durch kraftvolle Gedanken ersetzen. Lerne deine Stärken kennen und beginne deine persönliche Geschichte, die dich als Künstler, als Künstlerin einzigartig macht, zu erzählen. Erfahre, welche Fähigkeiten du als Selbstständiger brauchst, wie du dir deine digitale Sichtbarkeit sowie eine Community aufbaust, wie du Produkte kreierst, Preise festlegst und wie du mit Routinen und der richtigen Organisation im Flow bleibst. Klingt lebensverändernd? Dann trag dich noch heute in meine Warteliste ein und erfahre sofort, wenn mein Masterplan erscheint. Vielleicht schaust du dieses Video auch ein paar Monate später und der Masterplan ist schon draußen, also schau unbedingt auf meiner Webseite vorbei. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und verrate mir, wo genau du gerade auf deiner künstlerischen Reise stehst. Ich hoffe, bald von dir zu erfahren. In Liebe, Waira.